Einen schönen Sonntag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Hohen Haus, heute mit diesen Themen. Im Wartezimmer der EU. Ukraine und Moldau sind Beitrittskandidaten. Im Studio ist Andreas Schieder, SPÖ-Abgeordneter im EU-Parlament. Vertrauenssache. Das Ansehen der Politik ist am Tiefpunkt. Es sei eine historische Entscheidung im Angesicht der russischen Aggression. Das hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Donnerstag beim EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel gesagt. Gemeint hat sie damit, dass die Ukraine eben dort offiziell den EU-Beitrittskandidatenstatus bekommen hat. So wie auch Moldawien. In den Westbalkanländern führt das zu Unmut, wartet doch etwa Bosnien und Herzegowina seit Jahren darauf. Albanien und Montenegro sind zwar Kandidaten, der Weg zu Beitrittsgesprächen wird aber durch ein Veto Bulgariens verwehrt. Führt der russische Angriffskrieg in der Ukraine zu einer Osterweiterung der EU? Markus Blecher. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine erschüttert nun schon seit 4 Monaten die Welt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky appelliert immer wieder an die Europäische Union. Die Ukraine möchte EU-Mitglied werden. Das habe sie sich verdient, ist er überzeugt. Und genau darum geht es beim EU-Sondergipfel am Donnerstag. Die Ukraine und auch die Republik Moldau erhalten offiziell den EU-Kandidatenstatus. Die österreichischen EU-Abgeordneten sind sich fast alle einig. Also man darf das nicht verwechseln, das ist noch kein Schnellverfahren zum Beitritt, ganz im Gegenteil. Aber es ist eine politische Entscheidung, der Region Hoffnung zu geben und eine Perspektive zu geben. Wir sind auch sehr, sehr stark davon überzeugt, dass die Ukraine auch eine Bereicherung für die Europäische Union wäre. Aber es ist auch eine ganz klare politische Frage, eine strategisch wesentliche Frage für die Europäische Union, ein Signal in Richtung Moskau. Ich bin der festen Überzeugung, dass es eine ganz wichtige Botschaft ist, nicht nur an die Ukraine selbst, aber auch an Russland und auch an die Mitgliedsländer der Europäischen Union, der Ukraine eine Perspektive zumindest zu eröffnen. Und es ist der nächste Schritt des Zusammenstehens Europas, dass der Ukraine, aber auch der Republik Moldau einen Kandidatenstatus verliehen wird. Nur die FPÖ-Fraktion schert aus. Da gibt es ja Kriterien, wenn man jemandem diesen Beitrittsstatus geben kann. Davon ist keines erfüllt. Die Ukraine hat hohes Korruptionsaufkommen. Die Ukraine hat ein Demokratieverständnis, das nicht den unseren entspricht. Also insofern ist das wirklich skurril, dass man heute darüber redet. Der Kandidatenstatus bringt zwar Erleichterungen beim Beziehen von Fördergeldern, er muss aber keine baldige EU-Mitgliedschaft bedeuten, betont der Experte. Eine ukrainische EU-Mitgliedschaft ist Jahre, wenn nicht Jahrzehnte entfernt. Jetzt geht es einmal um den Kandidatenstatus der Ukraine. Das muss jetzt einmal politisch beschlossen werden. Das ist der erste Schritt eines Integrationsprozesses, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es ist auch noch nicht der Beginn von Beitrittsverhandlungen. Beitrittsverhandlungen mit einem Land, das im Krieg ist, wo man nicht weiß, wie der Krieg ausgehen wird und wann er zu Ende sein wird, wo man nicht weiß, wie die Ukraine dann aussehen wird, gestalten sich, glaube ich, sehr, sehr schwierig. 5 europäische Staaten hatten bisher den offiziellen Status als EU-Beitrittskandidaten. Albanien seit 2014, Serbien seit 2012, Montenegro seit 2010, Nordmazedonien seit 2015 und die Türkei bereits seit 1999. Nun kommen auch die Ukraine und die Republik Moldau dazu. Der nächste Schritt ist der Beginn von Beitrittsverhandlungen. Seit 2012 wird mit Montenegro verhandelt, Serbien verhandelt seit 2014. Mit der Türkei verhandelt die EU mit diversen Pausen seit 2005. Ein Beispiel. Kroatien ist seit Juli 2013 offiziell in der EU und somit das jüngste Mitglied der Union. Der Antrag auf Vollmitgliedschaft wurde 2003 gestellt. 2004 erhielt es den Status als Beitrittskandidat. Ab 2005 wurde verhandelt. Der gesamte Prozess dauerte also knapp 10 Jahre und das ohne Kriegszustand. Dass die Ukraine nun so schnell den Kandidatenstatus bekommen hat, stößt den Westbalkanländern sauer auf. Bosnien und Herzegowina wartet bereits seit Jahren auf den Status. Albanien und Nordmazedonien sind zwar Kandidaten, stehen aber vor einem Veto von Bulgarien, das Beitrittsgespräche blockiert. Ein Umstand, der gelöst werden muss, fordern die österreichischen Abgeordneten.
Am Westbalkan sollte schon lange etwas weitergehen, weil wenn man Länder wie Nordmazedonien sich ansieht, die eine gewaltige Entwicklung unternommen haben und eigentlich keine Rückmeldung bekommen, wo sie sich schon so weit entwickelt haben, dann ist es nicht im Sinne der Europäischen Union. Das ist doch erst recht ein Grund, dass wir diese Dinge ändern in der Europäischen Union. Es ist ja jetzt schon ein Problem, dass wir die Einstimmigkeit haben. Und das soll für alle ein weiterer Ansporn sein, die Verträge zu reformieren und zu sagen, die Europäische Union muss anders funktionieren. Gerade was den Balkan anbelangt, ist wohl jetzt allen klar geworden, wenn wir hier die europäische Perspektive nicht am Leben erhalten, dann machen sich andere breit, China, Russland, Saudi-Arabien. Und das ist angesichts der geografischen Lage der Region nicht nur ein politisches Problem, sondern auch ein Sicherheitsproblem. Die Stärkung Europas, die erfordert gleichzeitig die Staaten der östlichen Partnerschaft und Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien, die 6 Staaten des Westbalkans, unbedingt in den Blick zu nehmen, ganz im Sinne einer europäischen Gesinnung aller Menschen in Europa. Wieder sind die Freiheitlichen anderer Meinung. Wir sind für einen Stopp. Es kann jetzt keine neuen Aufnahmen geben, nicht einmal eine Erweiterung, eine Aufnahme in diesen Beitrittskandidatenstatus, weil wir momentan nicht wissen, wie es in den nächsten 2 Jahren in Europa weitergehen wird. Der österreichische EU-Kommissar Johannes Hahn fordert eine Klärung der Streitfragen zum Wohle der europäischen Gemeinschaft. Umso wichtiger ist es eben jetzt, glaube ich, ein klares Signal zu setzen, dass eben auch Nordmazedonien und Albanien mit den Verhandlungen beginnen kann. Es ist ein langer Weg, aber gerade aus österreichischer Perspektive gilt, was ich seit vielen Jahren sage, entweder wir exportieren Stabilität oder wir importieren unsere eigene Instabilität. Der Weg zur EU-Mitgliedschaft ist lang, oft beschwerlich und sehr bürokratisch. Auch das gilt es zu verändern, ist Paul Schmidt überzeugt. Umso wichtiger, dass diese Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union reformiert wird und neu aufgestellt wird, weil man muss den Ländern, die sich an die Europäische Union annähern, schon viel früher einen konkreten Mehrwert anbieten, damit sie diesen Reformprozess auch weiter durchtragen, wenn er denn so lang dauert, weil sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Durch die von Russland ausgehende Bedrohung scheint das Interesse an EU-Mitgliedschaften stark zu wachsen. Eine Konsequenz und eine Folge dieses russischen Angriffs gegen die Ukraine ist sicherlich der europäische Zusammenhalt und die Tatsache, dass viele, viele neue Länder noch rascher an die europäische Tür klopfen, noch vehementer klopfen und sagen, also bitte, wir wollen von euch eine Antwort haben, wir wollen von euch ein Angebot haben, wir wollen so schnell wie möglich auf die eine oder andere Art Teil dieser europäischen Integration sein. Die 7. EU-Erweiterungsrunde mit Kroatien 2013 ist bisher die letzte. In den kommenden Jahren könnten aber wieder mehr Mitglieder dazukommen. Geduldige Interessenten gibt es genug. Darüber wollen wir jetzt im Studio sprechen mit dem SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder. Einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Herr Schieder, die EU ist jetzt offiziell Beitrittskandidat. Ist das eine gute Entscheidung gewesen? Ich glaube, dass sie aus dem ganzen Zusammenhang und solche Entscheidungen werden ja auch quasi im aktuellen Tages- oder gerade weltpolitischen Rahmenlage entschieden. Und daher, glaube ich, war es eine richtige Entscheidung, dieses Zeichen der Solidarität zu zeigen, dass die Ukraine Teil Europas ist, dass sie auch Teil Europas oder der Europäischen Union werden kann, ein starkes Zeichen. Ob das deswegen gleich einen Beitritt realistisch macht, da teile ich die Meinung der Analysten aus dem Beitrag auch, dass das relativ noch in weiter Ferne liegt, bis hin ins Unwahrscheinliche. Denn um EU-Mitglied zu werden, muss man schon europäische Standards zu 100% erfüllen. Und da müssen in der Ukraine noch viele Reformen gemacht werden. Aber über diese Themen wird man wohl erst nach dem Krieg sprechen und hoffentlich ist der bald vorbei. Ins Unwahrscheinliche, das heißt, Sie sagen, es könnte auch sein, dass die Ukraine nie der EU beitreten kann, weil sie gewisse Reformen nicht umsetzt. Beziehungsweise was wäre denn für Sie der frühestmögliche Zeitpunkt, dass die Ukraine wirklich vollwertiges EU-Mitglied ist? Vor 2040? Ist das realistisch? Das ist jetzt Kaffeesudlesen, weil wir wissen ja nicht einmal, wie dieser schreckliche Krieg ausgehen wird. Wir hoffen, dass der bald vorbeigeht, aber alle Anzeichen sind darauf, dass das eine sehr lange, sehr grausliche Sache sein wird. Und dann ist die Frage des Wiederaufbaus, glaube ich, wo Europa auch
an erster Stelle stehen muss. Und auch, glaube ich, so muss man diesen Kandidatenstatus verstehen, dass Europa auch bereit ist, am Wiederaufbau zu helfen. Und wenn es dann um Wiederaufbau geht, dann ist es natürlich nicht nur der Wiederaufbau von zerstörten Infrastrukturen, sondern auch der Wiederaufbau der Demokratie. Und da ist auch die Gelegenheit, ja dann mehr aufzubauen, als vorher da war. Jetzt ist zum Beispiel die Türkei seit 1999 EU-Beitrittskandidat, seit 23 Jahren. Die sind ja sehr weit weg davon entfernt, EU-Mitglied jetzt zu werden. Sind Sie da dafür, dass das überhaupt abgebrochen werden soll oder wie soll es dann weitergehen? Ich habe mich schon oft gegen einen EU-Beitritt der Türkei auch ausgesprochen, weil ich den Eindruck habe, dass das, was gerade unter Präsident Erdogan in der türkischen Demokratie passiert ist, eine Zerstörung der türkischen Demokratie ist. Es ist ein Land, wo zum Beispiel demokratisch gewählte Parteien vom Gericht gerade verboten werden, wie die HDP, wo tausende Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Amtes enthoben werden und ins Gefängnis geschmissen werden, wo Bürgerrechtler, Journalisten, Künstlerinnen und Künstler im Gefängnis sitzen, weil sie einfach ganz leise nur ihre Meinung gesagt haben. Das ist von einer Demokratie sehr weit entfernt. Das heißt, Schritt 1 in der Türkei muss einmal sein, diesen unsagbaren Despoten Erdogan abwählen. Hoffentlich schafft das die Opposition und dann einmal an den Strukturen auch arbeiten. Aber die Türkei ist natürlich auch von der Größe her ein Land, wo es schwer vorstellbar ist, dass sie 100% europäisches Mitglied werden kann. Denn letztlich geht es dann auch um Landwirtschaftspolitik und viele andere Fragen und das wird schwierig. Aber wären Sie dann für einen Abbruch der Verhandlungen? Ich habe mich früher immer dafür ausgesprochen, weil ich eigentlich einer bin, der für klare Ansagen ist. Nämlich nicht da lang herumwurschteln, sondern irgendwann auch einmal sagen, schaut's, liebe Freunde, das mit dem Beitritt, Vollbeitritt wird nichts. Aber das heißt ja nicht, dass man sich andere Partnerschaften vorstellen kann. Also das heißt, Sie haben gesagt, damals waren Sie für einen Abbruch, sind Sie jetzt auch dafür? Ich glaube, dass die Europäische Union und das Weltengeschehen gerade andere Fragen auch zu lösen hat. Und wenn man nur das Verhalten der Türkei innerhalb der NATO bezüglich des schwedischen, möglichen schwedischen Beitritts auch sich anschaut, dann gibt es da einige Sachen zu diskutieren. Daher möchte ich jetzt mit keiner Ansage weiteres Öl ins Feuer gießen. Denk mal, da ist vielleicht jetzt dieser eingefrorene Status auch das, wo alle am besten damit leben können. Aber wenn man es ehrlich anschaut, das wird nichts mit dem Türkei-Beitritt. Das heißt, dieses Schicksal könnte ja auch die Ukraine ereilen, sollten sie eben die Reformen nicht vorantreiben. Das ist eigentlich wirklich ein symbolischer Akt jetzt gewesen, kann man das so sagen? Das ist ein starker symbolischer Akt gewesen. Das darf man jetzt auch nicht kleiner reden, sondern es ist schon ein starkes Zeichen und es ist ein Versprechen auch gegenüber den ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern, die ja auch gleichzeitig sagen, sie wollen eine Demokratie nach westlichem Vorbild. Sie wollen einen starken Rechtsstaat. Sie wollen die Freiheit, so wie wir sie auch in der Europäischen Union haben, auch in ihrem Land leben. Und der Kandidatenstatus, der jetzt zuerkannt wird, ist daher auch eine Unterstützung all dieser, die das mittelfristig wollen. Und das ist, glaube ich, an sich etwas sehr Gutes. Jetzt sehen wir zum Beispiel Nordmazedonien. Da hat auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, dass da jetzt endlich was weitergehen soll. Die fühlen sich jetzt vielleicht ein bisschen nicht so gut behandelt in der EU, weil jetzt hat die Ukraine den Beitrittsstatus bekommen. Und Nordmazedonien tritt auf der Stelle ein bisschen. Ja, seit einigen Jahren. Und man darf nicht vergessen, Nordmazedonien, ich bin im Europäischen Parlament für Nordmazedonien auch zuständig, hat Verfassung, den Namen sogar seines Landes geändert, um mit den Nachbarn quasi gutes Einvernehmen zu finden. Und das hat immer geheißen, wenn er die Reformen macht, auch Justizreform und, dann gibt es grünes Licht für die Beitrittsverhandlungen. So, das haben sie alles brav gemacht und das grüne Licht gibt es nicht, weil die bulgarische Innenpolitik irgendwelche skurrilen nationalistischen Fragen auf einmal hochkocht und sich Bulgarien erlaubt, da immer wieder ein Veto einzulegen. Und daher muss man zwei Dinge daraus lernen. Erstens einmal weg mit dieser Blockadepolitik in der EU, das heißt weg mit dem Einstimmigkeitsprinzip. Man darf sich da nicht von Einzelnen immer an der Nase herumtanzen lassen. Und zweitens natürlich trotzdem in Nordmazedonien, genauso wie in Albanien, alle unterstützen, die Reformen vorangehen. Aber ich werde nächste Woche in Skopje sein. Und ich fürchte jetzt schon, dass die Frustration sehr groß ist. Und da macht Europa und die europäischen Regierungschefs jetzt auch mit dem Gipfel einen schweren Fehler. Ein starkes Zeichen an die Ukraine, war gut und richtig, aber ebenfalls ein starkes Zeichen an den Balkan wäre ganz wichtig gewesen. Und zwar weniger an die Regierungen als die junge Generationen dort. Die wollen europäisch leben und die gehen auch. Die gehen entweder, wandern aus und gehen nach Europa oder sie wollen vor Ort europäisch leben. Und das, mit dem müsste man entsprechen und endlich die Beitrittsverhandlungen zügig voranbringen, die Reformen einfordern und hier was vorantun. Und das hat Europa, die Regierungschefs, meiner Meinung nach kläglich versagt.
Jetzt gibt es eine neue EU-Barometer-Umfrage. Die Unterstützung für die Europäische Union angesichts des Kriegs in der Ukraine wächst. 65% der EuropäerInnen halten die EU-Mitgliedschaft für eine gute Sache. Aber in Österreich sind es nur 46%. Also wenn wir jetzt eine Volksabstimmung hätten, würden nur 46% sagen, ja, wir wollen bei der EU sein. Ist ja verheerend, oder? Naja, es zeigt einerseits, dass europaweit der Zustimmungswert so hoch ist wie noch nie, dass sich Europa in der Krise bewährt. Dass in Österreich Skepsis da liegt, glaube ich, an verschiedenen Fragen. Ich würde über an Politik, welchen Faktoren? Na, ich glaube, es ist höchstwahrscheinlich, dass Österreich und in der österreichischen Diskussion gerade mit Krieg, Neutralität sich einige Fragen auch stellen, die unterschiedlich beantwortet werden. Dass aber, glaube ich, an sich gerade in Österreich die Zufriedenheit mit Politik insgesamt, da man denkt nur an die ganzen innenpolitischen Korruptionsskandale und, auf dem Tiefpunkt ist. Und das spiegelt sich in der Umfrage meiner Meinung nach auch wieder. Was nicht heißt, dass es nicht anspannend sein sollte, es einfach besser zu machen in Zukunft. Jetzt sagt aber auch die Hälfte der Österreicher, dass sie eigentlich gar keine neuen EU-Mitglieder wollen. Ja, und ein bisschen weniger als die Hälfte sagt, ja, sie sind dafür. Daher quasi kann die Lösung ja zu der Frage auch nur sein, Mitgliedschaft ist nichts, was so verschenkt wird. Das ist nicht Weihnachten oder Ostern, sondern das ist was man sich insofern erarbeiten muss, dass dafür harte Reformen gemacht werden müssen und dass dafür auch Standards eingehalten werden. Es geht um Kriterien. Und wenn die Kriterien erfüllt sind, dann sind sicherlich auch mehr Österreicherinnen und Österreicher für eine Erweiterung der Europäischen Union, insbesondere wenn es um den Westbalkan geht. Herr Schieder, wir müssen leider an dieser Stelle schließen. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke auch. Und wir wechseln in die österreichische Innenpolitik. Alles wird teurer, das bleibt wohl niemandem verborgen. Erst vorige Woche hat die Regierung daher recht überraschend ein weiteres Maßnahmenpaket gegen die Teuerung präsentiert. Die langfristigen Maßnahmen sollen im Herbst beschlossen werden. Die rasch wirkenden Einmalzahlungen an Familien, Studierende und Mindestpensionisten sind am Donnerstag in einer Sondersitzung des Nationalrats gesetzlich verabschiedet worden. Die Oppositionsparteien sparen nicht mit Kritik aus unterschiedlichen Gründen. Die FPÖ und die SPÖ wollten die Sitzung gar verschieben. Warum? Fritz Jungmeier hat die Antwort. Weil Bundeskanzler Karl Nehammer auf dem EU-Gipfel in Brüssel und nicht neben Vizekanzler Kogler auf der Regierungsbank ist, geht es gleich zu Beginn der Sondersitzung hoch her. Ich stelle den Antrag gemäß § 18 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Nationalrats auf Herbeischaffung des Bundeskanzlers und damit einhergehend auf die Unterbrechung dieser Sitzung. Auf die Unterbrechung dieser Sitzung, und zwar so lange, bis der Bundeskanzler seine Arbeit als Brüsseler Edelkomparse beendet hat und hier dem Parlament Rede und Antwort steht. Diese Sondersitzung, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wurde nicht von den Regierungsfraktionen einberufen. Nein, wir sind auf alle Fraktionen zugegangen und es ist am von Leichnamstag und der Rundlauf unterschrieben worden. Das war letzten Donnerstag von allen 5 Fraktionen. Also hören Sie auf mit Ihrer Skandalisierung. Der Bundeskanzler vertritt die Republik Österreich beim Europäischen Rat. Das ist nicht sein Wunsch, das ist seine Pflicht. Da muss er dort sein und muss dort Österreich vertreten. Daher sehe ich überhaupt keinen Grund, die Sitzung zu unterbrechen. Es wäre gut gewesen, wenn der Herr Bundeskanzler hier wäre und auch rechtfertigt, warum die ÖVP und die Grünen für dieses Paket sind. Ich habe das Gefühl, es haben schon alle das Zutrauen zu diesem Paket verloren und deshalb ist der Herr Bundeskanzler nicht gewillt, noch einmal in einer Parlamentssitzung über dieses Thema zu sprechen. Ich hielte es aber für gut, wenn es so wäre. Und ein Bundeskanzler, der ständig vor dem Parlament flüchtet, ist halt auch nicht die optimale Lösung. Dankeschön. Wir wissen, wie diese Sitzung einberufen wurde. Gab es, und da hat der Herr Klubermann-Lüginger vollkommen recht, eine Diskussion unter allen Parlamentsfraktionen, wo man sich einvernehmlich auf diesen Termin geeinigt hat. Diesen Rundlauf haben alle unterschrieben, das ist die normale Vorgehensweise. Insofern glaube ich, dass insbesondere, weil alle zuständigen Ministerinnen und Minister, wo es um die Materien geht, die wir heute beschließen werden, anwesend sind, ich es richtig finde, dass wir diese Sitzung ganz normal abhalten und ich wirklich betone und appelliere an alle, dass wenn man will, dass die Regierung sich gegenüber dem Parlament ernstzunehmend verhält, dass wir uns selbst auch ernst nehmen und nicht Dinge, die wir gemeinsam beschließen, nachher hier wieder in Frage stellen. Der Antrag der FPÖ auf Herbeischaffung des Bundeskanzlers findet nicht die Mehrheit. Das ist die Minderheit. Und die eigentliche Debatte über das Entlastungspaket kann beginnen. Und Sie nennen es Antiteuerungspaket, obwohl keine einzige Maßnahme in diesem Paket ist, das auf diese teuren Preise dämpfend wirkt.
Denn kein einziger Preis wird mit Ihrem Paket sinken. Nicht einmal um einen Cent. Nicht die Strompreise, nicht die Gaspreise und auch nicht die Lebensmittelpreise. Alles bleibt teuer, alles wird teurer. Die Inflation wird nicht sinken durch Ihr Paket. Kommen wir auf die Ursachen, auf diese Fossilinflation und auf die Abhängigmachung dieses Landes von einem Aggressor, wo man schon seit 2007, 8, 9 gesehen hat, dass dieser Aggressor, nämlich Putin, niemals davor zurückschrecken wird, Energielieferungen als Waffe einzusetzen, jedenfalls gegenüber Europa, weil die Zerstörung der Europäischen Union mit ihren Werten das Ziel Putins ist. Das sollten Sie einmal begreifen, auch von der Sozialdemokratie. Nicht Putin, sondern die falsche Politik der Regierung ist schuld an der Inflation, widerspricht die FPÖ. Man muss ja mal überlegen, wie es zur Teuerung gekommen ist. Was ist denn die Ursache dafür? Das ist sind ihre Corona-Sanktionen, ich nenne es bewusst so, sind ihre Klimasanktionen und jetzt sind es natürlich auch noch die Russland-Sanktionen, die uns allen miteinander teuer zu stehen kommen. Und Russland und Ukraine ist nicht schuld an der Teuerung, die jetzt stattfindet, sondern das haben Sie die Wurzel bereits dafür gelegt in der Corona-Krise. Auch das muss klar gesagt werden. Tatsächlich hat die Teuerung mehrere Ursachen, die Energiepreise sind eine davon. Zur Veranschaulichung ein Blick auf die Gasimporte aus Russland, die übrigens ein Zehnfaches der Ölimporte ausmachen. 2003 überweist Österreich an Russland 800 Millionen Euro, 5 Jahre später 1,9 Milliarden, 2013 sind es dann 2,1 Milliarden und 2018 2,4 Milliarden und im Vorjahr 3,6 Milliarden Euro. Die Summen haben sich also in knapp 20 Jahren mehr als vervierfacht, die gelieferte Menge aber nur verdoppelt. Fakt ist, dass die Energiepreise zur starken Inflation beitragen und die Regierung nicht zuletzt nach massivem Druck der Opposition dagegen steuern muss. Es sind ein paar Maßnahmen dabei, die wir natürlich auch unterstützen werden, weil sie durchaus im Augenblick sinnvoll sind. Also Teuerungsabsatzbetrag, Einmalzahlungen für sozial Schwache oder auch die Teuerungsprämie, das sind Dinge, die wir durchaus mittragen können und dementsprechend auch eine getrennte Abstimmung in diese Richtung verlangen werden. Trotz massiver Kritik stimmt auch die Opposition mit unterschiedlichen Mehrheiten einigen Maßnahmen der ersten Etappe des Antiteuerungspakets zu. Was die Sitzung aber ebenso klar aufzeigt, nicht nur das weltpolitische Klima ist sehr rau, auch der Umgangston im Hohen Haus hat sich verschärft. Ja, möglicherweise auch wegen dieses rauen Tons ist das Ansehen der Politik auf einem Tiefpunkt derzeit. Nur rund 20% der Bevölkerung sind mit der Arbeit der Regierung zufrieden. Aber auch der Opposition trauen nur etwa 20% zu, die gegenwärtigen Probleme zu lösen. Möglicherweise nicht sehr vertrauenserweckend sind auch die zahlreichen Skandale und Rücktritte bei der Kanzlerpartei ÖVP. Wäre vielleicht eine Expertenregierung, wie wir sie schon einmal hatten, die Zukunft? Klaus Bruckmann hat sich für Sie umgehört. Das Ansehen der Regierung und der Politik generell ist derzeit auf einem Tiefpunkt. Zuletzt hat die Kehrtwende der Regierung zur Corona-Impfpflicht dazu beigetragen. Auch die zögerlichen Reaktionen auf die Teuerung haben das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Regierung weiter gesenkt. Natürlich ist es derzeit so, dass die Vertrauenskrise beileibe nicht nur, das ist ja noch verständlich bis zu einem gewissen Grad, die Regierung betrifft, sondern auch die Opposition, das gesamte politische System. Und ich glaube, da fallen jetzt ein paar Faktoren aktuell zusammen, die sich da quasi aufschaukeln und die zu diesen wirklich deplorablen Ergebnissen führen. Wenn das zusammenfällt mit dieser politischen Vertrauenskrise, dergestalt, dass man den Eindruck hat, naja Gott, die richten sich sowieso und da greift einmal der eine in die Kasse und dann gibt es irgendwelche die und die Versprechungen, na dann wird es doppelt schwierig und doppelt bitter. Wir hatten jetzt 2 Jahre lang eine Pandemie, dann ist ein Krieg in Europa ausgebrochen, jetzt kämpfen wir mit einer sehr hohen Teuerung. Da haben wir eine sehr starke Unsicherheit in der Bevölkerung. Die Menschen wünschen sich, dass die Politik diese Krisen für sie löst. Die Politik kann sie aber ganz einfach nicht zu 100% lösen, sondern maximal abfedern. Und daraus resultiert eben auch eine Frustration, die sich an der Politik dann wiederum entlädt. Bei der letzten Bundespräsidentenwahl vor 6 Jahren sind sich erstmals ein Grüner und ein Blauer gegenübergestanden. Heuer stellen zum amtierenden Bundespräsidenten Schwarz und Rot keinen Gegenkandidaten auf. Als Herausforderer haben sich bisher der Arzt und Musiker Marco Pogo und der frühere BZÖ-Abgeordnete Gerald Groß gemeldet.
Haben die früheren Großparteien ausgedient? Es zeigt einerseits, dass die traditionellen Großparteien, also SPÖ und ÖVP, nicht mehr diese Stärke haben wie früher und nicht mehr klassischerweise einen Kandidaten ins Rennen schicken und einer der beiden wird's. Das ist das eine, was man hier sieht, sondern das Parteienspektrum differenziert sich aus. Und andererseits sieht man natürlich, dass wir in Zeiten großer Unzufriedenheit leben und dass sich hier eben auch kleine Parteien oder auch bis hin zu Spaßkandidaten Erfolge ausrechnen. Und natürlich ist es nicht zum ersten Mal so, dass bei einer Wiederwahl eines Bundespräsidenten das Kandidatenfeld, zumindest das bisher Bekannte, von überschaubarer Chance auf einen tatsächlichen Wahlsieg ausgestattet ist, formulieren wir es freundlich. Das ist natürlich ein Problem einerseits. Es ist aber aus der jeweiligen Parteilogik heraus durchaus verständlich, warum, welche etablierte Partei von der FPÖ abgesehen, die andere Ziele verfolgt, natürlich mit ihrer Kandidatur nachvollziehbarerweise, geht schon gern sehenden Auges in eine Niederlage. 2 Jahre lang war es Schülerinnen und Schülern verboten, eine Maturafeier abzuhalten. Umso größer ist die Freude heuer, wie hier im Gymnasium Dachsberg in Oberösterreich. Doch die Jugend hat besonders unter den von der Regierung verhängten Einschränkungen gelitten. Die Folgen werden noch lange zu spüren sein. Kümmert sich die Politik ausreichend um die Zukunft in Österreich? Die Jungen sind heutzutage sicher mit deutlich mehr Krisen konfrontiert als ihre Elterngeneration. Das war, das muss man auch ernst nehmen. Nicht zuletzt durch Corona waren die Jungen übermäßig in der Erziehung, siehe Schulen, siehe Universitäten. Da gab es für sie sehr strenge Vorschriften. Man muss diese Sorgen natürlich ernst nehmen und es wäre schon auch gut, wenn die Politik bei ihren Entscheidungen mehr Rücksicht nimmt auf die Interessen der Jungen und nicht, wie es ja häufig ist, auf die ältere große Wahlzielgruppe schielt. Es hakt schon auch und krankt schon auch an der Art und Weise, wie die politische Logik von allen Systemteilnehmern gelebt wird. Wenn die politische Logik auch in Zeiten der Krise das permanente Tit for Tat, das permanente wie du mir, so ich dir ist, wenn man immer das Gefühl hat, dass jede Partei, jede Institution dann glücklich ist, wenn es dem anderen nur relativ gesehen schlechter geht als einem selber, na, dann darf man sich nicht wundern, wenn wir da insgesamt in einer kommunikativen Negativspirale sind. Die Kanzlerpartei ÖVP hat derzeit an vielen Fronten zu kämpfen. Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, die Affäre um den Wirtschaftsbund in Vorarlberg und nicht zuletzt die oft nicht nachvollziehbaren Vorschriften rund um Corona haben der ÖVP zugesetzt. Hat sie Kraft genug, Politik für Österreich zu machen? Die Politik ist derzeit sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Insbesondere die ÖVP ist seit Monaten bis Jahren mit ihren diversen Korruptionsvorwürfen und Affären beschäftigt. Und das bekommen die Menschen ganz einfach mit. Und sie hätten gerne, dass die gewählten Volksvertreter an ihren Problemen arbeiten und nicht an den parteipolitischen eigenen Problemen. Die ÖVP ist natürlich in einem gewissen Strudel gefangen an permanenten Vorwürfen, was mögliche Korruptionsfälle angeht. Und aus dem auszubrechen, gerade angesichts der sehr, sehr toxischen Themenlage, die auch noch da ist für die Kanzlerpartei, von der Inflation bis hin zur Teuerung, bis hin zu den anderen Folgen des Ukraine-Kriegs und auch noch nicht zuletzt Covid und den Folgen, das ist ganz schwer bis fast unmöglich. Und hier geht's jetzt weiter mit der Orientierung und Barbara Krenn. Ich darf mich im Namen des gesamten Teams verabschieden. Auf Wiedersehen.